Energiekostenmessgerät und alte, schrabbelige E27-Fassung. Jeder weiß, was es heißt. Wir gucken uns eine neue Lampe an. Gut, neu ist in diesem Fall jetzt mal relativ. Das Ding war jetzt schon eine ganze Zeit in Gebrauch bei mir in der Küche und hat quasi jetzt seinen Dienst getan, wurde abgelöst durch die 10-Watt-Lampe vom Netto, die ich vor einiger Zeit mir mal angeschaut habe. Und ich dachte mir, jetzt ist es Zeit, gucken wir doch mal hier rein. Was hat sich in ungefähr 2 Jahren getan gehabt? Das war so damals das, ja, nicht unbedingt der ganz das hellste, aber einer der hellsten Lampen, die man bekommen konnte. 6,3 Watt von IKEA. Eigentlich gar nicht mal schlecht. Hatte eine Ausbeute von 63 Lumen pro Watt. Also schon ein bisschen schlechter als die Carrera-Lampe vom Netto. Daran sieht man halt auch, dass selbst da in dieser kurzen Zeit die Lampen doch nochmal ordentlich zugelegt haben. Finde ich nicht uninteressant, das zu sehen. Gucken wir mal, wie hell ist das denn? Na, wenn sie reingehen würde. Ja, ist schon ordentlich, aber ich sag ganz ehrlich, ist bei weitem nicht so hell wie die Nettolampe. Logisch, hat ja auch weniger Leistung. Aber wenn ich mal jetzt die 3,5 Watt China-Lampe daneben setze, ist es jetzt nicht so super viel dunkler. Gut, gucken wir mal, was die Leistungsaufnahme sagt. Wir haben eine Leistungsaufnahme von tatsächlich 6 Watt. Ne, 4 Watt. Und, ja, zwischen 4 und 6 Watt, also sagen wir mal 5. Also schließen wir daraus. Kein großartiges Wunder, dass die nicht so viel heller ist als die China-Lampe. Ich persönlich bin der Meinung, die ist sogar dunkler. Das ist aber ein rein subjektiv meine Meinung. Gut, gucken wir mal, ob wir das abbekommen. Das hier ist Kunststoff, glaube ich. An dieser Stelle entschuldige ich mich, falls ich mich jetzt hier erdolchen sollte. Etwaiges Blutverspritzen bitte ich daher um Nachsicht. Das ist sehr solide eingeklebt. Ich werde wahrscheinlich diesen kompletten Rand hier wegpulen müssen. Meine Güte, nee. Wie viel Klebstoff haben die da reingeschmiert? Besteht diese Lampe zu 90% aus Klebstoff oder was? Ah, Himmel, Herrgott, es geht immer noch nicht auf. Beziehungsweise ab. Ist es denn? Heiliger Nepomuk. Aha. Das ist faszinierend. So etwas habe ich noch nie gesehen. Hier sind Schalter drin. Kleine Dippschalter. Und wir haben eine merkwürdige. So eine Lichtleitkonstruktion oder was soll das sein? Das ist Kunststoff. Ja, es ist Kunststoff. Und das soll wahrscheinlich das Licht der äußeren LEDs nach außen bündeln. Sehr merkwürdig. Ich frage mich, was diese Schalter machen. Schrauben wir mal diesen merkwürdigen reflektorähnlichen Schirm ab. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 macht 9. 10, 11, 12, 13, 14 LEDs. Und zwei kleine Schalter. Aber was sollen das für Schalter sein? Zumindest ist es mit SWI. Da ist Wärmeleitpaste.
Zumindest ist es mit SW2 beschriftet und das andere mit S3-Bindestrich. Sind das wirklich Schalter? Und wenn ja, wie schalten sie? Ist das Druckschalter oder? Nee. Ja, Wärmeleitpaste überall. Merkwürdig, merkwürdig. Ah, Steckverbinder. Das ist gar kein Schalter. Warum beschriftet man das damit SW? SW ist für mich Switch und nicht Steckverbinder. Weiß der Geier. Das ist auch interessant. Das ist ein Aluminium-PCB, das hier auf diesem Korpus aufliegt. Tatsächlich ein bisschen zu einem Teil mit Wärmeleitpaste verbunden ist. Hier ist keine. Das sieht man auch hier. Naja. Kleines Netzteil da drin. Das pulen wir da doch gerne mal raus. Wenn es denn rauszupulen geht. Das sind doch bestimmt auch wieder Steckverbinder da unten, oder? Oder nicht? Keine Steckverbinder? Der Fußpunktkontakt ab irgendwie. Also es bewegt sich was da drin, wenn ich daran wackel. Also wacke ich ja fast zu behaupten, dass das irgendwie damit in Verbindung steht. Ach Himmel. Ah, das ist so eine Art Stöpsel mit so einer Riffelung. Und hier ist ein Pinchen. Wo ist das zweite Bein angeschlossen? Sehe ich jetzt nicht. Okay, das war wahrscheinlich irgendwo dran, aber weiß der Teufel wo. Interessant. Gut, das kann wahrscheinlich dann mal erstmal weg. Oder in Müll. Gucken wir uns mal das Netzteil an. Wo ist der Ladekondensator? Den machen wir mal lieber hier. Moment, 163 Volt. Das ist nicht der primäre Ladekondensator. 50 Volt. Hier. Gut. Ist interessant. Wir haben kein Elko am Eingang und nur diese kleinen. Ich verschmiche alles mit Wärmeleitpaste. Git. Wir haben ein kleines Schaltregel-IC. Das ist ein. Wenn man es lesen könnte. Also hier wurde versucht, es unkenntlich zu machen. Da sind Schleifspuren drauf. Aber ein bisschen kann man es noch erkennen. Aber wirklich lesen? Nee. Leider kann ich das nicht lesen, was das ist. Schade. Naja. Sieht aber aus wie ein nicht isoliertes Schaltnetzteil. Es dürfte sehr wahrscheinlich ein nicht isoliertes sein, weil dieses kleine Transformatorchen, was auch sogar mit T1 beschriftet ist,
hat nur drei Anschlussbeinchen und davon ist ein Anschlussbeinchen, wenn ich das richtig sehe. Ah doch, sind alle drei verbunden. Aber mit drei Beinchen können wir natürlich keine Netztrennung erhalten. Hier kann man es mal sehen. Ein Beinchen vom Trafo, andere Beinchen vom Trafo, dritte Beinchen vom Trafo. Und damit erzeugt man natürlich keine Netztrennung. Hier haben wir auch eine Filterspule im Eingang. Ja, es geht von hier vom Brückengleichrichter, erster Kondensator direkt da drüber, hier hoch in eine LR-Parallelschaltung, zurück in den nächsten Kondensator und von da aus geht diese ganze Geschichte hier in dieses unbekannte Regel-IC, was dann höchstwahrscheinlich direkt den Treiber integriert hat, weil ich sehe auch keinen Treibertransistor oder sonstige Geschichten. Ich vermute, das dürfte von der Netzteilgeschichte her sehr ähnlich sein mit der 10 Watt Lampe vom Netto. Es dürfte so vom Aufbau her ist das wirklich sehr, sehr ähnlich. Naja, gut genug angesichts dessen, dass man das Gehäuse wirklich komplett zerschmettern muss, um überhaupt da reinzukommen. In dem Fall kann ich eigentlich durchaus akzeptieren, dass keine galvanische Netztrennung vorhanden ist. Das ist okay. Für die damalige Zeit sicherlich nicht schlecht. Ich denke, ich werde diese beiden Teile auch definitiv aufheben mit diesem Fußpunkt-Dings. Wer weiß, was man da mal für Projekte mit anstellen kann. Naja. Schick. Das war's auch schon wieder mit dieser Episode von Tinkertubes Lab. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung und ein Abonnement sehr freuen. Teilt mir doch auch eure Meinungen in den Kommentaren mit und verbreitet dieses Video in den sozialen Medien. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin, euer Isjölf hier.